So, das Telefonat war auch tatsächlich wichtig und deswegen höre ich da auch rein. So, ist meine Brille schief? Kann das sein? Das ist komisch, ne? Auch wenn ihr das jetzt schief seht, das Bild. Mein Kopf sagt, das ist gerade. Also, das ist schon komisch, drollig, seltsam, unwirklich. Ja, für mich, rein subjektiv, ist das Bild ja auch gerade. Ob ich die Brille nun drehe oder was weiß ich, der Kopf sortiert es ja sozusagen wieder ein. So. Bisschen soiger. Ach, so egal. Hier soll's reichen. So. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, ich wollte in ein anderes Flugzeug gucken. Die 737 ist ja auch immer so ein typischer Kandidat, ne? 737. California One. Hm, nun ja. Air Busan, Air France. America West. Yeah, das nehmen wir. So, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt wieder lande. Ich tippe mal einfach irgendwo hin. Navigation. Ach, ich stehe da. Ja, mitten in der Pampa. Das ist für mich okay. Dann machen wir mal so. Und dann machen wir da. Und dann muss ich immer schön sagen, was ich tue. Weil sowas macht man halt. Jungs, ihr seid ein bisschen früh dran. So. Bremse? Ich weiß gar nicht, wo die Bremse ist hier. Naja, wir rollen einfach irgendwo hin. Das wird schon gehen. So, jetzt haben wir hier also ein Dingens. Jetzt muss ich mal gucken, ob die Räder hier vorne... Ja, ich komme ja an die Pedale nicht ran, ne? Deswegen muss ich dann hier mit dem anderen Dingens steuern hier. Mal gucken, ob das geht so. Kann man den ausklappen? Ah ja, so geht das. Ah! Das wollte ich schon immer mal probieren. So. Geht er von selbst wieder in der Mitte? Zentriert er sich selbst tätig? Das wäre ja irgendwie interessant zu wissen. Eigentlich wollte ich nämlich nochmal eine Runde starten. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich hier tue, aber das hat mich ja noch nie von irgendwas abgehalten. Ich würde mal sagen, wir fliegen einfach erstmal los. Dazu muss ich den Burschen hier in die Hand nehmen. Und ich glaube, dann muss ich hier irgendwie ganz viel nach vorne drehen. Boah. Boah. Ist schon seltsam. Ich glaube, ich habe auch keine Landeklappen ausgefahren, ne? Wo ist die Geschwindigkeit hier überhaupt? Kann ja noch nicht so hoch sein. Und jetzt mit Rampe. Ja, so geht's auch. Reicht das denn schon? Na. Oje, 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 oje. Ja, wenn man so 3D hat, dann hat man immer Angst, man macht irgendwas kaputt am Flugzeug. So, erstmal Höhe gewinnen. Sozusagen Landgewinn und Höhe. Das ist aber eine alte Ausführung der 737, ne? Überhaupt kein vernünftiges PDF oder so? Gott, oh Gott, ist aber wirklich alt. Na schön, ich lass mal einfach alles los. Das Ding müsste irgendwie auf Wing Level eingestellt sein. Oh, die zieht aber böse da oben. Autopilot an und aus. Hm, da habe ich doch gestern schon Probleme. Ah! Bin ich zu schnell? Speed. Nein, das ist das Falsche. Erstmal Autothrottle Arm. Aber dann die Geschwindigkeit doch bitte ein bisschen höher. Irgendwelche Alarmleuchten gehen im Zweifel an. Das könnte jetzt sein, dass ich ein geringfügig überziehe. Aber sehr geringfügig. Muss ich nur noch rausfinden, wie ich dafür sorge, dass der aktiv bleibt. Also hiermit nicht. Ich muss es schon packen. Hörst du wohl auf? Meine ich so ein Unsinn, Mensch. Also, Vertical Speed, Alt, Hold.
Hilft mir natürlich nichts, wenn der Autopilot gar nicht eingeschaltet ist. Ah, nee. Irgendwas gefällt ihm nicht an der Art, wie ich fliege. Woran kann das liegen? Bin ich zu langsam, zu schnell, zu hoch? Wahrscheinlich zu schnell. Ist ja meistens so. Das ist die Geschwindigkeitseieruhr hier, ne? Knoten. So. Dieses Bild, irgendwas stimmt daran nicht. Richtig, es sollten mehr Wolken zu sehen sein. So. Nein, so ganz per 100-zentig ist es noch nicht. Ja, ich stehe ein wenig ratlos vor diesem Gerät. Ihr müsst euch ja vorstellen, dass ich hier mit der Brille auf der Nase das alles noch ein bisschen unschärfer sehe. Also ich kann nicht immer die ablesen, also die Zeiger, ja klar, ne, die Zeiger kann ich problemlos ablesen. Aber ich kann nicht immer ablesen, ob das Ganze Sinn macht. Guck mal, Knoten, 200, das ist doch jetzt eine Zahl, mit der ich was anfangen kann. So, Alt holt, da siehst du. Jetzt kommen wir der Sache näher. Heading Select. Speed ist, glaube ich, schon an Autothrottel, ne? Ja, guck mal. Na, jetzt kriegt die ganze Sache allmählich Gesicht. 3000 Fuß, da gehen wir ein bisschen was zu. 8000 ist mir zu viel. Wir haben mit 5000 Fuß eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Wir sind eigentlich ebenerdig, nach dem, was er da sagt. Oder ist es eine 8, die da halt verschluckt ist? Muss wohl, oder? Puh. Da macht man was mit. Light Director müsst ihr nicht an. Ja doch, diese Technologie ist irgendwie altmodisch. Sag ich jetzt mal so einfach. Aber man hat viel Beinfreiheit hier, ne? Der ganze Funkquatsch ist da unten. Die APU ist auch da. Sind die eigentlich irgendwo hier? Hier oben oder so? Hier war so. War alles etwas länger her. Fuel Pumps sind alle an. Ich glaube, die linkeste Fuel Pump ist auch für die APU zuständig. Kann ich mich, glaube ich mich, du. Ich halte mir gerade den Hand von Mund, ja. Krass. Ja, das hier wird ein bisschen kürzer. Ich sehe das schon. Ich kann mit dem Ding hier nicht so gut umgehen. Autotrottel kümmert sich jetzt ja um alles. Heading. Ja, gucken wir ein bisschen aus dem Fenster. Kann man hier auch das Fenster aufmachen? So aus, ne? Schiebefenster her. Oh ja. Ach, ist das hübsch. Aber der fehlende Fahrtwind stört. Man müsste jetzt noch irgendwas haben, so ein Gebläse, das beim Öffnen des Fensters automatisch anspringt und so orkanartig Wind macht. Ja. Ich werde mich mit der 737 auch anfreunden müssen, weil ich weiß, dass eine Menge Leute 737 fliegen bei den Flugsimulatoren. Ich selber bin der Depp, der es eigentlich nie macht. So, ich drehe mich jetzt mal um, guck nach hinten. Guck mal hier, so dieses Mikrofon zum Anplappern. Ich guck jetzt mal nach hinten. Ich drehe meine Beine durch den Yoke hindurch und durch die restlichen Komponenten hier auch. Ach, guck mal. Das ist ja interessant hier. Kann man den hochklappen? Nein, da ist ein Schrank dazwischen, vermute ich mal. So,
Ja, ich sag ja immer, es ist schwer zu vermitteln. Oh, es ist schwer zu vermitteln, was das für ein Gefühl ist, in VR in so einem Ding rumzulatschen. Das ist einfach Hammer. Aber sowas von Hammer. Und damit meine ich nicht das große amerikanische Auto. Aschenbecher? Ist das echt ein Aschenbecher? Ich bewege mich immer schon vorsichtig, damit ich hier nicht umgegen dotze. Zum Glück ist der Kopf so ein bisschen hier wie so ein Helm, ne? Vorne ist geschützt, der Kopfhörerbügel ist noch oben drüber und rundherum ist man dann so ein bisschen gepanzert. Guck mal, Telefonhörer hängt hier unten drin. Den kann man nicht mal rausnehmen. Was für ein Pfusch! Hammerhart. Echt, ey. So, ich gehe jetzt wieder mitten durch die... Das ist ein komisches Gefühl, hier mitten durch die ganze Konsole durchzulatschen. Bist du, Udo, mein Sessel? Da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Nicht die falschen Hebelchen berühren. So, jetzt machen wir das, was wir wollen. Halt's Maul. Geh wieder an. Ich hab doch bestimmt nur irgendeinen komischen, falschen Knopf gedrückt hier. Scheint wieder zu gehen. Puh, das war aber knapp. Was wollte ich noch? Ach richtig, ich wollte gerade erzählen, dass ich auf geheimnisvolle Art und Weise... Ah! Oh. Also das ist hier noch suboptimal mit den Hebeln für den Autopiloten. Da müsste man wirklich mit dem Zeigefinger ran können. Jetzt fasse ich hier bloß nichts an. Ich wollte euch eigentlich zeigen, dass ich jetzt raus habe, wie man die Sicht verändert. Nämlich, wenn man den auf diese Rödelscheibe in der Mitte drückt. Ach, guck mal, ich berühre das Ding und sofort macht der Tilt. Wenn ich das Flugzeug kaputt fliege, kommt womöglich der Hersteller auf mich zu. So, jetzt einfach mal drauf drücken. Paff! 21, 22. So. Seht ihr? So geht's. Wir stürzen jetzt trotzdem ab, aber man sieht wenigstens warum. Na, man kann sich das Flugzeug angucken dabei, während des Abstürzens. Auf der Unterseite kann man also wenigstens ins Auge fassen. Wer bist du denn? Kenne ich den? Passt du ein bisschen auf da hinten? Wenn du schon aus dem Nichts hier aufkreuzt. Was bist du überhaupt für ein Onkel? So. Einer muss sich ja hier ums Fliegen kümmern. So. Ja, das Problem ist jetzt natürlich immer umschalten, ohne dass er hier mit seinem Autopiloten rausspringt. Sobald man das Lenkrad anfasst, springt der Autopilot raus. Das ist beim Airbus nicht ganz so empfindlich. Naja, dann setze ich mich mal wieder auf den Pilotensessel. Obwohl, warum? Ich kann eigentlich auch raushüpfen und den Deppen hier abschmieren lassen. Habe ich einen Fallschirm? Ne, ich kann durch das Fenster heraus, ne? Ja, Piloten müssen ja immer Händchen halten, ne? Damit sie beide gleichzeitig... Was machst du eigentlich, wenn ich jetzt hier schiebe? Hält dir das überhaupt nicht auf? Nee, ne? Ha! Ich kann ihn beeinflussen! Dann mach du mal. Da ist es der Autopilot!
Wie in dem einen Film mit dem total verrückten Flugzeug. Da haben sie auch eins zum Aufpumpen. Aber rechne nicht damit, dass ich dich aufpump. Auf keinen Fall! Nicht mal zum Spaß! Technisch wäre das hier wahrscheinlich möglich. So, dann mache ich das mal wieder weg, auch auf die Gefahr, dass das der Autopilot wieder ausspringt. Nein, ich gehe erstmal wieder auf die Flugposition. So. Siehst du? Und schon tilt der Autopilot wieder aus. Ach, diese Technik macht mich wahnsinnig. Ich würde sagen, wir stürzen jetzt einfach ab. Und dann lassen wir es gut sein für dieses Video. Den habe ich schon nach unten gezogen. Okay. Mal gucken, ist das hier nur für Feuer oder kann ich die Motoren auch abschalten? Was ist das denn? Äußerst merkwürdig, was hier wieder vor sich geht. Seltsame Dinge. Autopilot aus müsste eigentlich reichen, ne? Siehst du? So, wir fliegen jetzt in, boah, den Hügel da. Oder wir versuchen mal über Kopf zu fliegen, ob das geht. Ja, wer sagte, dass Kunstflug nicht funktioniert mit einer 737? Nee, kriegt man nicht rüber. Oh, das... Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Bong, abgeprallt, ja. So! Sense, das reicht. Wir drücken hier noch einen Knopf. Einfach mal so. Dann gucken wir einfach nochmal zu, wie wir alle sterben. Ach Quatsch. Das Video wird immer länger und interessiert euch ja doch nicht. Ja, alles weitere zu dieser VR-Geschichte weiterhin auf meinem VR-Kanal. Also das hier war so eine Art Ausrutscher. Der ganze VR-Kram, ob nun fliegerisch oder nicht, der wird künftig wieder auf dem VR-Kanal passieren. Ne, das ist jetzt so als Gimmick mal ganz nett zwischendurch, aber wenn ich euch da jeden Tag mit nerve, dann verliert es ein bisschen an Reiz. Bonsai! Klonk. Ja, praktisch, ne? So. Welche Knöpfe muss ich drücken? Ich muss den lange drücken. Und zwar noch länger. Dann komme ich ins Hauptmenü, siehste. Und da kann ich sagen, beenden. Ja, bitte abbeenden. Dann bin ich wieder im virtuellen Nichts. Irgendwo sollte sich denn auch der... Genau, da ist der Steam Room wieder da. Da muss ich mich so umdrehen, kann mich da hinstellen und euch zeigen, dass wir das Spielchen gerade gespielt haben. So. Gut, das war's. Ich kasper jetzt noch mit ein paar anderen Spielen rum, aber wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr auf den VR-Kanal gucken. Schönen Dank und auf Wiedersehen. Wozu ich allerdings jetzt erstmal wieder die Aufzeichnung stoppen muss. Und das mache ich hier. Bis später.